Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Guide über das Schmiede-Item aus Patch 8.1.5 präsentieren. Und zwar ist es ja so, dass mit dem Patch erstmals für jeden Craft-Beruf in BFA ein spezielles episches Item dazu kam, was uns ja spezielle Bonis gibt. Und dazu habe ich ja euch schon einmal das Leder-Item gezeigt, jetzt noch das Schmiede-Item. Und zwar, was müssen wir dafür machen? Als allererstes brauchen wir Schmiedekunst und einen Char, der 120 ist. Dann müssen wir den Schmiedekunst-Skill auf 150 von 150 in Kultiras bzw. Zandalar erhöhen. Haben wir den maximalen Skill, dann bekommen wir eine Quest bei unserem Schmiedehändler. Und für diese Quest müssen wir erstmal ein bisschen Erz holen, dann geben wir das ab hier wieder und bekommen dementsprechend das Rezept. Ja, das Rezept bekommen wir bei Schmiedekunst sogar nach der ersten Quest, aber ich habe mir schon gedacht, hey, das geht ja schnell, bei den anderen Berufen hat das ewig gedauert. Es geht dann noch ein bisschen weiter, man muss ihn nämlich ein bisschen ausquetschen, irgendwie 5-6 Mal anlabern, also unsere Schmiedetypen, dass wir die nächste Quest abschließen und dann geht es weiter nach Diepholm und wir müssen einige Quests, abschließen, um dementsprechend hier diesen Amboss zu kriegen, Katzgerott Amboss. Den brauchen wir nämlich, um unseren Hammer hier dann schmieden zu können. Ja, was kann der schicke Hammer? Wir gucken es uns jetzt mal an. Bei Erschaffen von Schmiedeausrüstung oder Waffen besteht eine Chance, dass sie mit der Eigenschaft unzerstörbar belegt werden. Ist eine schicke Sache, sprich, wenn wir was craften, sind die unzerstörbar, heißt, wir müssen sie nicht rappen. Und die zweite Fähigkeit ist, dass es uns gestattet, beim Benutzen einen Ausrüstungsgegenstand sofort zu reparieren. Und zwar das sogar kostenlos, so wie ich das sehe. Und zwar hat das Ganze eine Stunde Abklingzeit. Ist eine nette Sache, ja, ist nichts Kriegsentscheidendes, wie bei den anderen Items auch schon, aber ein netter Nebeneffekt. So, wir haben das Rezept uns freigespielt, haben den Amboss auch hier stehen. Jetzt müssen wir die Items holen. Expulsum ist, glaube ich, selbsterklärend. Könnt ihr über den Scrabber die Legion-Items, sage ich jetzt schon, die BFA-Items klein machen, bekommt ihr Expulsum raus. Ich kann noch empfehlen, am besten hier immer diese World Quest zu machen, wo ihr 5 Expulsum kriegt. Das geht dann eigentlich am schnellsten. Dann haben wir hier 2 Erze, die können wir abbauen oder im Auktionshaus kaufen. So, dann kommen wir zu den nächsten Items. Und zwar hier diesen Stab, den bekommen wir aus einer Instanz. Und zwar müssen wir da einmal hier in den Schrein der Stürme rein. Und zwar müssen wir da den zweiten Boss töten. Die Schwierigkeitsstufe ist hierbei egal. Ihr könnt einfach im Normal anmelden, den zweiten Boss umhauen. Ist ein 100% Drop. Dort kriegen wir das Item her. Das zweite Item, hier die Faust, die bekommen wir auch aus einer Instanz. Und zwar müssen wir dafür in den Riesenflöz. Dort hauen wir den zweiten Boss um. Gut, das Item heißt genauso wie der Boss, ne? Das war einigermaßen absehbar, dass wir es dahin bekommen. So, und jetzt kommt das Interessante, das Blut des Titanen. Das ist ein bisschen trickier. Und zwar bekommen wir das von, von den großen Azerit-Viechern bei den Azerit-Worldquests bzw. auch in Silithus. Ich kann euch eine sagen, wo ich es bekommen habe, und zwar hier bei der World Quest. Azerit-Wahn heißt die. Und da gibt es ja 3 verschiedene Arten von Mobs. Es gibt diese kleinen Blobs, dann gibt es diese normalen Elementare und dann gibt es diese ganz großen Elite-Mobs, die, weiß ich nicht, 600k Leben haben. Und diese Viecher droppen die Teile. Die droppen sie schlecht. Teilweise tötet man 5-6 Stück von denen und bekommt einen Splitter. Ihr braucht 30 Stück. Die spawnen auch nicht unbedingt schnell. Da sind meistens so 3 bis 4 da maximal. Wenn man die umgehauen hat, muss man ein bisschen warten, bis die wiederkommen. Heißt, dieses Gefarme dauert sehr lang. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich da war. Ich habe das immer nebenbei gemacht, aber ich denke mal, knappe 2 Stunden war ich da unterwegs. Also vielleicht war es auch kürzer, aber gefühlt war ich da sehr, sehr lange. Ja? Man soll es anscheinend auch farmen können in Silithus. Und zwar ist ja hier um die Wunde sind auch diese großen Viecher, also wirklich diese großen Elite-Viecher. Ich habe davon, glaube ich, 5, 6, 7, 8 umgehauen und habe keinen Drop bekommen. Da sollen sie anscheinend auch droppen. Da könnt ihr mal vorbeigucken. Vielleicht kriegt ihr da ein bisschen mehr als ich. Genau. Das ist es eigentlich soweit. Ja, und sobald ihr alles zusammen habt, könnt ihr hier beim Hammer dann eure Waffe basteln und habt dann dementsprechend euren Hammer. Das mit dem Rappen, wie gesagt, das verbraucht sich nicht. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich irgendwas, was irgendwie gerade kaputt ist? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich bin auf 100%.
Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten uns selbst umbringen und das drucken. Nein, das mache ich jetzt nicht. Gut, dann haben wir genau unsere Waffe. Und was ich euch vielleicht noch zeigen kann, dafür gibt es auch ein Achievement. Und zwar hier das richtige Werkzeug. Und ja, das gibt aber kein weiteres Achievement. Also sprich, man muss nicht jedes haben für den Erfolg. Ihr seht jetzt, ich habe jetzt bis jetzt 4 Stück. Das, was ich mit meinen 2 Main-Chars habe, die Berufe. Es wird hier fleißig abgehakt. Es kann sein, dass es dann eine Heldentat oder irgendwas noch gibt, wenn man alle Berufsitems sich einmal geholt hat. Das werde ich euch dann bestimmt berichten können, sobald ich mir das letzte Item auch holen konnte. Ja, damit wären wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Und ja, es werden noch mehr Videos kommen dazu, zu den anderen Berufen, die ich jetzt schon freigeschalten habe. Beziehungsweise ich werde die anderen sicher auch noch machen. Gut, damit wären wir durch. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.